Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn wir manchmal mit unseren täglichen Problemen zu tun haben und wenn es so scheint, dass vielleicht unsere Zukunft, unsere unmittelbare Zukunft gar nicht so rosig aussieht, dann hilft es einem vielleicht einmal, auf die entferntere Zukunft zu blicken. Unser Potenzial, wie es sein wird, wenn wir im Reich Gottes sein werden. Und nicht nur zu Anfang des Reiches Gottes, sondern was hat Gott für uns vorbereitet im Hinblick auf die fernere Zukunft? Ich möchte heute einmal ein Thema mit Ihnen behandeln, das uns die Bibel andeutungsweise erklärt. Nämlich, was geschehen wird nach dem sogenannten Millennium, der Zeitspanne, wenn Christus hier auf Erden für 1000 Jahre herrschen wird und wir, die wir im Reich Gottes sein werden, werden mit ihm herrschen. Was wird danach geschehen? Nun, die Bibel sagt uns einiges hierüber und sie sagt uns auch, wie sogar die alten Propheten und die Erzväter des Alten Testamentes diese Zukunft kannten, die ihnen dann Hoffnung gab, die ihnen half, durch ihre physischen Probleme in diesem Leben zu gehen. Schauen wir uns zunächst einmal eine interessante Stelle an, im Buch der Offenbarung, im 21. Kapitel und in Vers 1. Offenbarung, Kapitel 21 und Vers 1. Eine sehr bedeutungsvolle Stelle, die man, wenn man sich nicht sehr darauf konzentriert, vielleicht überlesen könnte. Aber wie ich Ihnen zeigen werde, sagt die Bibel im Alten sowie als auch im Neuen Testament sehr viel über das aus, was hier beschrieben steht. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 1. Und hier sieht Johannes etwas in einer Vision. Und er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Gott sagt uns, dass er letztendlich eine neue Erde schaffen wird, einen neuen Himmel. Und das Wort Himmel kann sich sowohl auf die Erdatmosphäre beziehen, es kann sich aber auch auf das gesamte Universum beziehen. Und es kann sich sogar auch auf den dritten Himmel beziehen, wo Gott lebt. Aber Gott wird einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde, und diese neue Erde wird gar keinen Ozean mehr haben, gar keine Meere werden mehr existieren. Nun, eine weitere Stelle im 2. Petrusbrief geht näher auf diese Situation ein. 2. Petrus, Kapitel 3 und in Vers 13. Und hier schreibt Petrus über unsere Hoffnung, über unsere Erwartung. Und schauen Sie sich den Zusammenhang einmal näher an. Er schreibt in 2. Petrus 3 und Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also hier wird uns gesagt, dass wenn Gott diesen neuen Himmel schafft, diese neue Erde schafft, dann wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Dann wird es nur noch Gerechtigkeit geben. Dann wird es nur noch die Gerechtigkeit Gottes geben, die dann existieren wird. Im Alten Testament wird ebenfalls von dieser Zeitspanne gesprochen, von diesem Ereignis im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 65 und Vers 17. Jesaja Kapitel 65 und Vers 17. Sogar im Alten Testament hat Gott bereits diese Verheißung gegeben, auf die Petrus hier Bezug genommen hat. In Jesaja 65 und Vers 17 lesen wir, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Der vorigen Erde, in der es noch immer Ungerechtigkeit gab, da wird man gar nicht mehr daran denken. Sondern wenn der Vater diese neue Situation schaffen wird, dann wird nur noch Gerechtigkeit existieren. Auch in Jesaja Kapitel 66. Lesen wir in Vers 22 eine weitere Bestätigung dieser Prophezeiung. Jesaja Kapitel 66 und Vers 22. Da sagt Gott, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir Bestand haben, spricht der Herr,
so soll auch euer Geschlecht und Name Bestand haben. Und er spricht hier von Priestern, die also im Dienste Gottes stehen werden. Aber achten wir darauf, dass Gott hier sagt, dass dieser neue Himmel und die neue Erde, die er noch machen wird, Bestand haben werden. Die sind also dann nicht mehr vergänglich, sondern die werden für alle Zeit dann existieren. Schauen wir uns auch Psalm 102 einmal an. Kehren wir zurück zu dem Buch der Psalmen. Und schauen wir uns Psalm 102 an und die Verse 26 und 27. Psalm 102 und die Verse 26 und 27. Hier wird nämlich etwas gesagt über die jetzige Erde, die wir heute kennen, und den jetzigen Himmel, das jetzige Universum. Da heißt es, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen. Also die jetzige Erde und die jetzigen Himmel, mit anderen Worten die Erdatmosphäre und auch das gesamte Universum, die werden vergehen, sagt Gott hier. Du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Achten wir darauf, was Gott hier uns sagt. Die alte Erde, die wir heute kennen, das Universum, die Erdatmosphäre, die wir heute kennen, die werden vergehen, die werden ausgewechselt werden, die werden verwandelt werden. Das sind sehr wichtige Aussagen, wie wir noch sehen werden. Und wenn dies geschieht, wenn Gott einen neuen Himmel schafft, eine neue Erde schafft, dann wird noch etwas weiteres, Spektakuläres geschehen. Und davon wird auch in der Bibel gesprochen, und zwar kehren wir jetzt zur Offenbarung Kapitel 21 zurück und lesen wir den nächsten Vers, Offenbarung Kapitel 21 und Vers 2. Offenbarung Kapitel 21 und Vers 2. Nachdem Gott gesagt hat, ich werde einen neuen Himmel schaffen, eine neue Erde, und das Meer ist nicht mehr, dann sagt er in Vers 2, dass Johannes Folgendes in dieser Vision sieht. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Johannes sieht hier in der Vision eine heilige Stadt, das heilige, das neue Jerusalem, aus dem Himmel auf diese neue Erde herabkommen. Die Bibel hat sehr viel über diese heilige Stadt zu sagen. Und wie ich eben schon bemerkte, manchmal lesen wir vielleicht einige dieser Stellen und denken nicht weiter darüber nach. Aber heute wollen wir uns auf diese Stellen sehr genau konzentrieren. Im Buch Hebräer wird nämlich viel über diese heilige Stadt ausgesagt. Hebräer Kapitel 11, fangen wir an zu lesen in Vers 8. Ich lese zunächst einmal Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 10. Hebräer Kapitel 11, angefangen in Vers 8. Da heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Also gehorsam ist durchaus notwendig. Durch den Glauben wurde er gehorsam. Durch den Glauben, dass man das tun muss, was Gott einem sagt. Als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Gott hatte ihm ja gesagt, gehe fort aus dem Lande, in dem du lebst, entferne dich von deiner Verwandtschaft und gehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham glaubte Gott, dass er dies tun würde, und so war er der Stimme Gottes gehorsam. Nun, wie wir aus anderen Bibelstellen lesen, hat Gott dies Abraham deshalb auch befohlen, weil Abraham in einer Umgebung lebte, die total heidnisch war. Die betrieben Götzendienst, sie haben sogar Dämonen angebetet. Und Gott, der ja Abraham berief, musste ihn aus dieser Umgebung entfernen. Und es war natürlich auch ein Test für Abraham, aber Abraham war willens, Gottes Stimme zu gehorchen. Wir lesen weiter in Vers 9.
Und durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande. Schauen Sie, der hat damals das Versprechen noch nicht erfüllt bekommen. Aber da Gott nicht lügen kann, wissen wir, dass er das Versprechen erhalten wird in der Zukunft, wenn er auferweckt werden wird zu einem ewigen Geistwesen. Durch den Glauben, Vers 9, ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt wird etwas Interessantes gesagt im nächsten Vers, in Vers 10. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Auch hier wird die Stadt erwähnt, das heilige neue Jerusalem, das zurzeit im Himmel ist, das auf die Erde kommen wird. Lesen wir weiter in Vers 13. Diese alle, mit anderen Worten Abraham, Isaak und Jakob, aber auch andere, die bereits erwähnt worden waren, wie zum Beispiel Henoch oder Abel oder auch Noah, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Schauen Sie, die waren Gäste und Fremdlinge auf Erden. Die haben sich nicht an den politischen Ideen dieser Welt, an den Philosophien dieser Welt, an den Religionen dieser Welt beteiligt. Die haben das lediglich als ein Gast, als ein Fremdling angesehen. Denn die warteten auf etwas weitaus Besseres. Schauen Sie, wie hier weiter fortgefahren wird. In Vers 11. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren, wieder zurückzukehren in das Land, aus dem sie gekommen sind, wenn das ihr Vaterland war. Aber Gott sagt, das war ihr Vaterland nicht, denn sie waren ja nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde. Vers 16. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Ein Vaterland, das aus dem Himmel kommen wird. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Auch hier wiederum wird auf die Stadt eingegangen. Das himmlische Jerusalem, das aber auf die Erde kommen wird, wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir Näheres noch über diese Stadt, dieses heilige Jerusalem. Hebräer Kapitel 12 und Vers 18. Und hier lesen wir, wenn wir zum Beispiel uns versammeln, um Gott anzubeten, dass wir vor den Thron Gottes im Himmel treten in dieser Beziehung. Und hier wird ein bisschen mehr noch darüber gesagt, was alles um den Thron Gottes im Himmel geschieht und was dort vorhanden ist. Hebräer 12, Vers 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter, und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Paulus geht hier natürlich auf die Episode ein, als Gott auf den Berg Zion herniederkam, um die 10 Gebote den Israeliten, die aus Ägypten herausgekommen waren, zu verkünden. Aber Paulus sagt, da seid ihr heute nicht hingekommen, sondern, Vers 22, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, ein Berg im Himmel, ein geistiger Berg, und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Hier wird also von einem himmlischen Jerusalem wiederum gesprochen, das bereits heute existiert. Und Paulus ermuntert uns oder ermahnt uns, dies immer im Gedächtnis zu behalten. Denn das wird unsere Zukunft sein. Dieses himmlische Jerusalem, wie wir noch sehen werden, wird unsere Zukunft sein. Nach dem Millennium. Wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft. In Hebräer Kapitel 13 lesen wir angefangen in Vers 13.
Hebräer 13 und Vers 13. So lasst uns nun zu ihm, zu Christus, hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Auch hier wiederum wird angedeutet, dass wir aus dieser Welt herauskommen müssen. Er hatte gerade gesagt, dass Christus vor der Stadt gekreuzigt wurde, und so sagt er auch hier, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen, Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Auch hier wiederum wird von der zukünftigen Stadt des himmlischen Jerusalems gesprochen, das eben auf die Erde herabkommen wird in der Zukunft. Christus sagt in Offenbarung Kapitel 3 etwas Näheres noch über das himmlische Jerusalem aus. Um es ganz deutlich zu machen, dass wir nicht in den Himmel gehen werden, wenn wir sterben, sondern dass, wenn man es so will, der Himmel auf diese Erde kommen wird in der Zukunft. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 12. Da sagt Christus nämlich, wer überwindet, wer sich selbst überwindet, wer die Welt überwindet, wer Satan überwindet, wer siegreich wird, wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott und meinem Namen den neuen. Und diese Herniederkunft wird ja in Offenbarung Kapitel 21 dann in Vision beschrieben. Kehren wir zu Offenbarung Kapitel 21 nun zurück und lesen wir etwas mehr noch über dieses himmlische Jerusalem, über unsere Zukunft, die wir uns qualifizieren für das Reich Gottes. Offenbarung Kapitel 21, angefangen Vers 10. Und wenn Gott sich hier die Mühe macht, denn Johannes alles dieses niederschreiben zu lassen, dann hat das auch für uns Bedeutung. Offenbarung 21 und Vers 10. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Vom Osten 3 Tore, vom Norden 3 Tore, vom Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Dann heißt es weiter in Vers 15. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Nun, die Mengebibel sagt uns, dass dies eine Größe hat von 2.200 Kilometern. 2.200 Kilometer. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und das bedeutet, dass es entweder eine Pyramidalstruktur hat, also wie eine Pyramide aussieht, oder wie ein Würfel. In anderen Worten, die Länge, die Breite, die Höhe der Stadt sind gleich. Vers 17, und er maß ihre Mauer 144 Ellen, nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Nun, Kommentare sagen uns, eine Elle hat die Größe von ungefähr 46 Zentimetern bis 52 Zentimetern, je nachdem, was für einen Maßstab man anlegt. Vers 18. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin. Das ist wichtig zu beachten. Ich sah keinen Tempel darin.
Denn der Herr, der allmächtige Gott, Gott der Vater, ist ihr Tempel, er und das Lamm Jesus Christus. Mit anderen Worten, sowohl der Vater als auch der Sohn Jesus Christus werden in dieser Stadt sein, die hier auf Erden dann sein wird. Vers 23. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Vers 24. Und die Völker werden wandern in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Es wird also keine Nacht mehr geben. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen, und nichts Unreines wird hineinkommen, und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Achten wir darauf. Zu dem Zeitpunkt wird es ja nur noch Gerechtigkeit geben. Und dann lesen wir weiter in Offenbarung Kapitel 22, angefangen Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, und mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, aber es sollte richtiger übersetzt heißen, der Baum des Lebens. Der trägt 12-mal Früchte, jeden Monat bringt er ihre Frucht, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Vers 3. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein, wie das Christus bereits in Offenbarung 3 verkündigt hatte. Der Name Gottes wird auf den Knechten, mit anderen Worten auf uns, die wir im Reich Gottes sein werden, sein. Und dann lesen wir in Vers 4. Und sein Angesicht werden sie sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, Vers 5. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren, schauen Sie, nicht nur im Millennium, nicht nur für 1000 Jahre, sondern nun heißt es, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was natürlich auch beinhaltet, dass sie ewiges Leben haben werden, offensichtlich. Denn sonst könnten sie ja nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit für alle Zeit regieren. Vers 14 im gleichen Kapitel Offenbarung 22. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Das bedeutet nicht, dass sie noch existieren werden. Das bedeutet, dass jemand, der so gelebt hat, nicht mehr Eingang haben wird, keinen Eingang haben wird in die Stadt des heiligen Jerusalem. Und ich habe diese Stellen bewusst gelesen, um Ihnen deutlich zu machen, dass hier offensichtlich von einer wirklichen Stadt die Rede ist. Einige wollen dies wegsymbolisieren und meinen, das sei alles nur figurativ zu sehen. Aber hier geht es um eine wirkliche Stadt, die ganz spezifisch, detailliert beschrieben wird. Um noch ein wenig auf diese Maße einzugehen, ich habe hier eine Anmerkung der Wikipedia Encyclopedia. Und die schreibt, entweder hat es, wie gesagt, die Form eines Würfels oder die Form einer Pyramide. Nun, wenn es die Form eines Würfels hat, das neue Jerusalem, dann hätte es ein Volumen oder einen Rauminhalt von 11.000 Millionen Kubikkilometern. Das ist ungefähr die Hälfte des Volumens des Mondes. Und wenn es die Form einer Pyramide hat, dann hätte es ein Volumen, einen Rauminhalt von 3,7000 Millionen Kubikkilometern. Also dies zeigt uns die gewaltigen Ausmaße dieser Stadt, des himmlischen Jerusalem, das auf diese Erde kommen wird. Schauen wir uns eine weitere Stelle noch kurz an im Buch Galater. Galater Kapitel 4 und Vers 26. Galater Kapitel 4 und Vers 26.
Da schreibt Paulus, dass Jerusalem das droben ist. Auch hier wiederum eingehend auf das himmlische heilige Jerusalem. Das ist die Freie. Schauen Sie, die ist frei von Sünde. Die kennt nur Gerechtigkeit. Und das ist unsere Mutter. Das ist natürlich jetzt symbolisch zu verstehen. Das ist das, auf was wir blicken sollen. Das ist das, was herunterkommen wird auf diese Erde. Was unsere Zukunft ausmachen wird. Christus hat gesagt, dass er uns Wohnungen geben wird, Positionen geben wird in dieser Stadt, in dem neuen Jerusalem. Schauen wir uns dies in Johannes Kapitel 14 kurz an. Johannes Kapitel 14 und Vers 1 bis 3. Johannes Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Ein Versprechen, das er damals den Jüngern gab, noch bevor er gekreuzigt wurde. Johannes 14, angefangen in Vers 1, da sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, den Vater, und glaubt an mich, den Sohn. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, letztendlich eine Wohnung im heiligen Jerusalem, das auf diese Erde herabkommen wird, dann will ich wiederkommen, sagt er in Vers 3, und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Aber schauen Sie, als Christus dies sagte, war er hier auf dieser Erde. Diese Stelle besagt nicht, dass wir in den Himmel gehen werden, sondern vielmehr, dass Christus zurückkommen wird auf diese Erde, damit ihr dann da seid, wo ich jetzt bin, als er diese Worte sprach. Das Jerusalem, die heilige Stadt Gottes, ist zurzeit im Himmel. Die Kirche, die nebenbei gesagt auf dieser Erde ist, also nicht im Himmel ist, ist nicht das heilige Jerusalem. Es ist etwas anderes. Schauen Sie, die Kirche ist hier auf Erden. Das heilige Jerusalem hingegen ist zurzeit im Himmel. Es wird aber auf diese Erde kommen. Auch hier möchte ich kurz jetzt eine Anmerkung einfügen. Und zwar möchte ich von dem Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown zitieren. Und die sagen hier ganz richtig, dass dieses heilige Jerusalem Bewohner haben wird, die dort leben werden. Und diese Bewohner sind Sie und ich, wenn wir uns für das Reich Gottes qualifizieren. Und auch die Ryrie Study Bible schreibt, dass das himmlische Jerusalem, diese himmlische Stadt, wenn sie hier auf Erden kommen wird, bevölkert sein wird von den Heiligen, die auch als die Braut Christi beschrieben werden. Die haben also auch klar erkannt, dass das himmlische Jerusalem eine buchstäbliche Stadt ist, aber dann auch der Wohnort sein wird für die Heiligen. Und wenn es hier in der Offenbarung heißt, wie wir das gelesen haben, dass diese Stadt 12 Tore haben wird und dass auf den Toren die Namen der 12 Stämme Israels stehen werden, dann, so schreibt die Nelson Study Bible, beinhaltet dies sowohl Israel als auch die Kirche. Denn die Kirche wird ja in Galater Kapitel 6 und Vers 16, das können Sie nachher nachschlagen, das Israel Gottes genannt. Also es sind natürlich schon symbolische, figurative Aussagen hiermit eingeschlossen, aber sie zeigen uns eben, dass das himmlische Jerusalem eine buchstäbliche Stadt ist, die auch für etwas steht, symbolische Bedeutung hat, und dass sie unter anderem auch dafür steht, dass wir in dieser Stadt leben werden. Aber denken Sie daran, wir werden dann Geistwesen sein. Und denken Sie daran, dass das himmlische Jerusalem natürlich eine Stadt ist, die aus Geist besteht. Denn sonst könnte sie ja im dritten Himmel nicht existieren. Da gibt es ja nichts Physisches im dritten Himmel. Wir sehen also, dass das himmlische Jerusalem eine buchstäbliche Stadt ist. Aber wir sehen jetzt auch und werden auch erkennen, dass es im Millennium natürlich einen physischen Vorläufer geben wird. Denn im Millennium gibt es ja auch eine Stadt, das Jerusalem, von dem Jesus Christus herrschen wird. Aber es ist dies ein physischer Vorläufer, ein Abbild, könnte man sagen, in gewissem Maße
von dem himmlischen Jerusalem, das nach dem Millennium auf diese Erde kommen wird. Wir lasen zum Beispiel im Buch der Offenbarung, dass von dem Thron Gottes, der in der Stadt sein wird, ein Strom lebendigen Wassers ausgehen wird und dass der Baum des Lebens 12-mal im Jahr Früchte tragen wird und dass die Blätter des Baumes den Völkern zur Heilung dienen werden. Nun, dies beschreibt eine Zeit, wenn es keine physischen Menschen mehr geben wird. Und die Heilung ist natürlich dann keine physische Heilung, aber sie kann zur Erfrischung auch dienen in geistiger Hinsicht. Aber was interessant ist, nun ist die Tatsache, dass es einen physischen Vorläufer dieses geistigen himmlischen Jerusalems geben wird im Millennium. Und davon lesen wir im Buch Hesekiel, Kapitel 47. Nun, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht miteinander jetzt verwechseln und meinen, alles das, was hier jetzt im physischen Rahmen beschrieben steht, ist anzuwenden auf das himmlische Jerusalem. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber wie in der Bibel das des Häufigen, des Öfteren der Fall ist, gibt es einen physischen Vorläufer und dann eine geistige Enderfüllung. In Hesekiel Kapitel 47 lesen wir angefangen in Vers 1. Hesekiel 47 angefangen in Vers 1. Und das ist eine Stelle, die das Millennium beschreibt. Die Zeit, wenn Christus auf Erden herrschen wird für 1000 Jahre. Das ist ja, was das Wort Millennium meint und bedeutet. Vers 47, Vers 1. Denn hier hat der Prophet Hesekiel im Alten Testament ebenfalls eine Vision. Und er, ein Engel, führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Es wird im Millennium einen physischen Tempel geben. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann, also hier war ein Engel, der aussah wie ein Mann, der ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Und da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen und da ging es mir an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, und da ging es mir bis an die Lenden. Vers 5. Und er maß er noch 1000 Ellen, und da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang, und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Das Tote Meer soll geheilt werden, wie man auch übersetzen kann. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden oder geheilt werden. Und leben, wohin dieser Strom kommt. Vers 10. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Also hier wird offensichtlich von einer physischen Vorerfüllung gesprochen. Von En-Gedi bis nach En-Eglahim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Vers 11. Und die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Vers 12. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende, und sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum, ihre Früchte werden zur Speise dienen, und ihre Blätter zur Arznei oder zur heilenden Arznei. Also hier sehen wir eine Vorerfüllung, eine physische Vorerfüllung dessen, was dann im großen Rahmen nach dem Millennium hier auf Erden, auf dieser neuen Erde, geschehen wird. Sie können nachher auch im Buch Sacharja eine Stelle nachlesen, in Kapitel 14 und in Vers 6, die nämlich ebenfalls eine Zeit beschreibt, wenn Jesus Christus zurückkommt zu der Erde. Und dann heißt es dort, dass zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Und wir hatten gerade hier im Buch Hesekiel gesehen, was damit gemeint ist. Und wir lasen auch im Buch Offenbarung, dass die Könige der Erde ihre Herrlichkeit
in das himmlische Jerusalem bringen werden. Nun, das werden Geistwesen sein, die werden Könige sein, die werden Herrlichkeit haben. Wenn die in die heilige Stadt hineingehen, dann wird natürlich ihre Herrlichkeit mit ihnen gehen. Aber auch dies wird eine physische Vorerfüllung haben, wenn nämlich die heidnischen Könige zur Zeit des Millenniums zu dem physischen Jerusalem ziehen werden, in dem Christus regieren wird. Wir lesen dies im Buch Jesaja, Kapitel 60. Jesaja, Kapitel 60 und angefangen in Vers 3. Jesaja, Kapitel 60 und angefangen in Vers 3. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen, dem physischen Licht Jerusalems, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht, denn letztendlich wird Jesus Christus dort herrschen. Hebe deine Augen auf und siehe umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Vers 5. Und dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen. Und dein Herz wird erbeben und satt und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Vers 6. Denn die Menge der Kamele, also hier wird wiederum deutlich von physischen Dingen gesprochen, wird dich bedecken, und die jungen Kamele aus Midian und Eva, sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Vers 11 oder Vers 7, alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden und die Witter Nebajots sollen dir dienen. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Jetzt weiter in Vers 11. Deine Tore werden stets offen stehen. Aber hier geht es um das physische Jerusalem. Auch dessen Tore werden stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und ihre Könige herzugeführt werden. Weiter in Vers 19. Die Sonne soll nicht mehr dein Licht sein am Tage, der Glanz des Mondes soll dir nicht mehr leuchten, denn der Herr wird dein ewiges Licht und dein Gott wird dein Glanz sein, auch dann schon, denn Jesus Christus wird ja als Gott natürlich in Jerusalem herrschen. Vers 20, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Aber hier heißt es nicht, dass zu dem damaligen Zeitpunkt oder dem zukünftigen Zeitpunkt im Millennium es keine Sonne mehr geben wird. Das heißt hier lediglich, deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Und dein Volk, Vers 21, sollen lauter Gerechte sein. Schauen Sie, es geht darum, dass die Menschen im Millennium sich dann auch zu Gott bekehren werden und werden dann ebenfalls Eingang finden in das Reich Gottes. Sie werden das Land ewiglich besitzen als der Spross meiner Pflanzung und als ein Werk meiner Hände mir zum Preise. Vers 22, aus dem Kleinsten sollen 1000 werden. Es wird nach wie vor eine Vermehrung stattfinden, eine physische Vermehrung. Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Hier geht es wiederum um eine physische Vorerfüllung. Die Menschen werden im Millennium die Gelegenheit erhalten, sich zu Gott zu bekehren und werden dann ebenfalls zunächst einmal Einlass finden natürlich in das physische Jerusalem, aber dann später in das heilige Jerusalem, das aus dem Himmel kommt. Deutlich wird gezeigt, dass es hier physische Vorerfüllungen gibt. Abbilder sozusagen des zukünftigen heiligen Jerusalems. Aber es gibt eben auch Unterschiede, die uns zeigen, dass es eine Vorerfüllung ist, eine physische Vorerfüllung. Zum Beispiel lesen wir im Hesekiel-Buch in Kapitel 47, als von dem physischen Jerusalem die Rede war, dass es dort einen Tempel geben wird. Aber denken wir daran, dass es in Offenbarung hieß, wenn es vom himmlischen Jerusalem spricht, dass es dann keinen Tempel mehr geben wird in der Stadt. Also es gibt, wie gesagt, physische Vorerfüllungen und geistige Enderfüllungen, aber es gibt eben auch Unterschiede. Nun, Kommentare haben dies erkannt. Ich möchte hier kurz von einem Absatz vorlesen, den wir in dem Buch Jameson, Fawcett und Brown finden, der nämlich schreibt, die Herniederkunft des neuen Jerusalems aus dem Himmel ist klar verschieden von dem physischen Jerusalem hier auf Erden im Millennium. Es geht bei der Herniederkunft des himmlischen Jerusalems um eine Zeit
nachher, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen wird. Und die Life Application Bible schreibt auch, dass das neue Jerusalem die Stadt sein wird, wo Gott der Vater mit seinem Volk leben wird. Schauen Sie, im Millennium wird Gott der Vater noch nicht hier auf Erden sein. Jesus Christus ja, aber nicht Gott der Vater. Der wird erst später kommen, zu dem Zeitpunkt, wenn eine neue Himmel und eine neue Erde geschaffen wird. Und dann schreibt die Life Application Bible dann auch noch Folgendes. Anstelle, dass wir in den Himmel gehen, um Gott im Himmel zu treffen, kommt er aus dem Himmel auf diese Erde nieder. Genauso wie Gott in der Person Jesus Christus auf diese Erde kam, um unter uns zu leben. Nun, interessant ist, meine Damen und Herren, dass, wie wir bereits gelesen haben, diese gegenwärtige Erde und der gegenwärtige Himmel, so wie sie heute kennen, die werden verwandelt werden. Die werden vernichtet werden. Die werden durch einen neuen Himmel und eine neue Erde ersetzt werden. Wir hatten ja in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 1 gelesen, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und kehren wir jetzt zurück zum 2. Petrusbuch im 3. Kapitel. Da wird nämlich mehr darauf eingegangen. 2. Petrus 3 und lesen wir angefangen in Vers 7. 2. Petrus Kapitel 3 und angefangen in Vers 7. Und ich lese die Verse 7 bis 13. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Und deswegen ist das Millennium eine Zeitspanne von 1000 Jahren. Der Herr, Vers 9, verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße oder besser zur Reue finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Nun, des Herrn Tag, der Tag des Herrn, bezieht sich auf eine Zeitspanne, die ungefähr ein Jahr oder so vor der Wiederkunft Jesu Christi beginnt, aber dann für alle Ewigkeit anhält. Es ist nämlich die Zeit, wenn Jesus Christus und Gott der Vater auf Erden herrschen werden. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, oder des Herrn Tag wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Dann heißt es weiter, wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Vers 12, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und dann sagt er in Vers 13, was wir eben bereits gelesen haben, dass wir auf eine neue Erde warten, auf einen neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit wohnt. Also die Elemente, das was physisch ist, wird zerstört werden, wird in der Hitze vergehen. Wir hatten ja aber auch bereits gelesen im Buch Jesaja, im 66. Kapitel, dass die neue Erde und der neue Himmel, die Gott machen wird, vor ihm Bestand haben werden. Die werden vor ihm Bestand haben. Daraus ist zu ersehen, dass dieser neue Himmel und die neue Erde nicht mehr physisch sein werden, sondern sie werden geistig sein. Sie werden aus Geist-Substanz bestehen. Denken wir daran. Die neue Erde, der neue Himmel, das neue Universum, die sollen Bestand haben. Nun schauen wir uns 2. Korinther Kapitel 4 einmal kurz an. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Da sagt Paulus in 2. Korinther Kapitel 4 und die Verse 17 und 18, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, Vers 18, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, also was physisch sichtbar ist,
sondern auf das Unsichtbare, etwas, was eben nur geistig sichtbar ist, eben physisch unsichtbar. Aber schauen wir nun, was Paulus sagt. Denn was sichtbar ist, das Physische, das ist zeitlich, das ist vergänglich. Aber was unsichtbar ist, dem physischen Auge unsichtbar ist, das ist ewig. Auch hier wird der Unterschied klar zum Ausdruck gebracht zwischen etwas Physischem, das vergänglich ist, das vergeht, und dem Geistigen, was eben für alle Ewigkeit existiert. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir angefangen in Vers 26. Hebräer Kapitel 12, und ich lese die Verse 26 bis 29. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, mit anderen Worten, weil es physisch ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das Reich Gottes wird ein unerschütterliches Reich sein. Was physisch ist, soll verwandelt werden, damit es bleibe, damit es nicht mehr erschüttert werden kann. Nun schauen wir uns eine Stelle im Römerbrief an, Kapitel 8. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 18. Römer Kapitel 8 und angefangen in Vers 18. Und da lesen wir, und ich lese die Verse 18 bis 23, zunächst einmal aus der Lutherbibel. Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 18, da heißt es in der Lutherbibel: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir sollen ja verherrlicht werden, wir sollen ja Geistwesen werden, wir sollen ja Mitglieder werden der Gottfamilie im Reich Gottes. Aber Paulus sagt hier noch weitaus mehr. In Vers 19: Denn das ängstliche Harren der Kreatur oder der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und zwar als Kinder Gottes, als verherrlichte Kinder Gottes. Vers 20: Die Schöpfung ist hier unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, schauen Sie, zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denken wir daran, im neuen Himmel, in der neuen Erde wird es nur noch Gerechtigkeit geben. Freiheit von Sünde, Freiheit von Ungerechtigkeit. Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Nun, ich möchte Ihnen hier kurz einmal vorlesen, wie die Elberfelder Bibel diese Stelle übersetzt, und zwar die Verse 18 bis 22. Die schreiben nämlich meines Erachtens noch etwas klarer: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Noch einmal, wir wissen, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit frei gemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und schauen wir uns auch an, wie die Menge-Übersetzung dies bringt.
Und zwar möchte ich hier die gesamte Stelle noch einmal vorlesen, Römer Kapitel 8, angefangen in Vers 18. Die schreiben, ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren oder Verlangen des Geschaffenen der ganzen Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne oder Kinder Gottes. Denn der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden, allerdings nicht freiwillig oder durch eigene Schuld, sondern um dessen Willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat, jedoch auf die Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird, zur Teilnahme an der Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Wir wissen aber, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir sehen, was hier deutlich und klar zum Ausdruck gebracht wird. Das physisch Geschaffene, die physische Schöpfung, diese physische Erde, das physische Universum, alles das wartet darauf, dass sie, wie es die Zürcher Bibel schreibt, befreit werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das heißt, wie Gottes Kinder, so wartet auch die physische Schöpfung darauf, unvergänglich, beständig, unerschütterlich, ewig zu werden. Verwandelt zu werden, wie wir dies gelesen haben, von physischem zu geistigem verwandelt zu werden. Schauen wir uns eine Stelle im Hebräerbrief an, im ersten Kapitel. Hebräer Kapitel 1 und angefangen in Vers 5. Hebräer Kapitel 1 und angefangen in Vers 5. Und ich lese die Verse 5 bis 12. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, Gott der Vater, du bist mein Sohn. Er spricht hier zu Jesus Christus. Heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein, er wird mein Sohn sein. Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, nun achten Sie darauf, Gott der Vater sagt zu seinem Sohn, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Eine Stelle, die aus dem Alten Testament zitiert wird. Es war klar, dass Jesus Christus bereits der Gott des Alten Testamentes war, bereits schon vor seiner Niederkunft als Mensch existierte, als Gottwesen, und Gott der Vater spricht ihn hier als Gott an. Und es geht dann wie folgt fort, Vers 9. Und du hast geliebt die Gerechtigkeit und du hast gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich, o Gott, auch hier wiederum wird Jesus Christus als Gott bezeichnet, darum hat dich, o Gott, dein Gott, der Vater, gesalbt. Mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Und auch hier wiederum eine Anrede an Jesus Christus. Gott, der Vater, sagt jetzt zu Christus, du, Herr, also Jesus Christus, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Also Gott, der Vater, sagt, dass alles hier erschaffen wurde durch Jesus Christus, den Herrn. Wie viel klarer kann dies sein, was das Neue Testament uns hier lehrt? Aber mir geht es jetzt um die Schöpfung. Und achten wir darauf, wie es jetzt weitergeht in Vers 11. Nachdem gesagt worden ist, du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk, sie werden vergehen. Du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Wiederum der Vergleich wird hier angestellt zwischen dem Geistigen und dem Physischen.
Aber wie hier gesagt wird in der Lutherbibel, dass wie ein Gewand der Himmel und die Erde gewechselt werden, die Mengebibel beschreibt hier, die werden verwandelt werden. Und das ist eine richtige Übersetzung, die werden verwandelt werden. Zu was werden sie verwandelt werden? Nun schauen wir uns eine sehr bekannte Stelle an, im 1. Korintherbrief, die Verse 51 und 52 im 15. Kapitel. 1. Korinther 15, die Verse 51 und 52. Da wird nämlich von unserer Zukunft gesprochen und da wird gesagt, zu was wir verwandelt werden. Und die Antwort ist an sich klar, aber ich möchte diese Stelle aus einem anderen Grunde noch vorlesen. Denn in 1. Korinther 15 und in Vers 51 steht Folgendes. In Vers 50 angefangen heißt es, ich sage aber, liebe Brüder, dies, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, so wird auch das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle sterben, einige werden noch leben, wenn Jesus Christus zurückkommt, aber wir werden alle verwandelt werden. Zu was verwandelt werden? Nun zu Geist. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Schauen Sie, im Griechischen wird genau das gleiche Wort hier gebraucht, was auch im Hebräischen gebraucht wurde, im Hebräerbrief sollte ich sagen, wo davon die Rede ist, dass der Himmel und die Erde verwandelt werden. Das griechische Wort ist alato. In beiden Fällen heißt es, sowohl die Erde und der Himmel werden verwandelt werden und auch wir werden verwandelt werden. Mit anderen Worten, das Physische wird verwandelt werden in Geistiges. Nun, bevor Gott eine physische Welt erschuf, bestand ja bereits eine Geistwelt. Bevor Gott überhaupt etwas Physisches erschuf, hatte er bereits schon zum Beispiel Engel erschaffen, eine Geistwelt erschaffen, den dritten Himmel erschaffen. Der hat ja auch nicht seit Ewigkeit existiert. Das wurde ja erschaffen von Gott. Diese Geistwelt besteht natürlich immer noch und sie wird in aller Ewigkeit bestehen. Und die Bibel zeigt uns deutlich, dass alles Physische in Geist verwandelt werden wird. Nun, es heißt im Buch Prediger im 1. Kapitel, die Erde wird für immer bestehen bleiben. Das ist richtig. Aber sie wird verwandelt werden, schauen Sie, von Physisches in Geistiges. Denn wir werden ja auch für ewig leben, aber nicht in diesem Fleisch. Nicht als physische Menschen, sondern wir werden natürlich auch teilhaben an der geistigen Welt. Schauen Sie, das himmlische Jerusalem, das ja eine geistige Stadt ist, die ja im Himmel ist, die wird auf diese Erde herniederkommen. Aber da nicht in physisches verwandelt werden, die wird geistig bleiben. Im Gegenteil, Gott schafft ja eine neue Erde, einen neuen Himmel und alles wird dann ins Geistige verwandelt werden, wenn das geschieht. Diese Geistwelt, die unsere Zukunft sein wird, dieses himmlische Jerusalem, das unsere Zukunft sein wird, unser Wohnplatz sozusagen, diese neue Erde, dieser neue Himmel, alles dies, was unsere Zukunft sein wird, das ist etwas, auf das zum Beispiel Abraham, Isaac und Jakob gewartet haben. Das ist diese Stadt, auf die sie gewartet haben. Das ist die Stadt, die uns versprochen wird von Gott, dem Vater, von Jesus Christus. Diese Geistwelt, die uns heute noch unserem physischen Auge unsichtbar ist, kann sowohl in unserem geistigen Auge Realität sein. Sie sollte es. Wir sollten uns gegenwärtigen, dass dieses Physische sehr vergänglich ist. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Das ist nicht das, was für ewig existieren wird. Unser physischer Körper ist vergänglich. Eine Vorbereitung auf die Geistwelt, an der wir alle teilhaben werden. Wenn wir heute durch physische Probleme gehen, dann denken wir daran, das ist alles sehr vergänglich, das ist alles sehr zeitlich, zeitweilig, das wird ein Ende haben. Konzentrieren wir uns darauf, dass wir auch jetzt bereits schon aus diesem physischen Morast, in dem wir heute leben mögen, heraufsteigen in die Geistwelt, die zurzeit im Himmel existiert. Und denken wir daran, dass das ist, was wirklich zählt und dass das ist, was unsere Zukunft ausmacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.